Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 mit mir, TMB Estref. Indeed, ganz genau. Wir verlassen jetzt einfach mal den stillen Ozean, ja? Diese nette kleine Ruine, die wir betreten haben beim letzten Mal. Und gegen Ultima Weapon gekämpft haben. Das ist im Grunde der zweithärteste Boss im Spiel, beziehungsweise optionaler Boss. Es gibt noch einen stärkeren, der ist zumindest von der HP-Anzahl 10-mal stärker als Ultima Weapon. Auf jetzten. Aber wer das ist oder was das ist, das werden wir noch. Das seht ihr irgendwann auch noch. Ne? Erstmal gehen wir hier raus. Und im Übrigen, ja, wir haben jetzt auch die GF-Sammlung komplettiert. Ja! Und rauf da. Wir sind echt so tief runtergegangen. Ganz ehrlich, irgendwie gefällt mir. Was? Habe ich Gegner. Ach ja, genau, ich habe Gegner 0% natürlich nicht mehr angelegt, ja? Darf ich gestatten? Grendel und Bomber. Oh, das muss doch jetzt echt nicht sein. Odin, also ernsthaft. Na ja, komm, Ratschi, Kanachi, ja, oder was auch immer. Bam. Weiß nicht, was da steht, aber wahrscheinlich bedeutet es, ja, tot, aber sowas von, oder was? Keine Ahnung. Egal. Das Thema Tod streichen wir lieber mal komplett aus diesem Let's Play, ja? Das hier soll kein Depressivmacher werden oder sowas. Ja. Also. Oh, und durch den Sieg von Ultima Weapon haben wir auch automatisch ein Seed-Level abbekommen. Das ist schön. Und wir gehen raus, ganz gechillt, und lassen das Geheimnis des stillen Ozeans im Grunde des Meeres. So. Puh, Leute, ich bin irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich in der Story weitermachen muss. Ja, ich meine, es ist grundsätzlich was Schönes, aber wenn man ab dieser Stelle jetzt weitermacht, bekommt man einfach wirklich das Gefühl, das eiskalte Gefühl, jetzt wird's ernst und es geht tatsächlich dem Ende zu. Und wenn man diese Mission annimmt, gibt's auch theoretisch kein Zurück mehr. Und das ist schade. Deswegen will ich das noch ein bisschen aushöhlen und will euch noch eine kleine Sache zeigen, okay. Kennt ihr noch die Rettungskapsel von der Lunaside-Basis? Die ist hier irgendwo gelandet, wenn man einfach mal hier rumgeht. Stopp, bevor jetzt irgendwas anfängt. 0% Gegner, bitte. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist die Rettungskapsel. Und hier ist Pete. Puh, ich bin meinen Job los. Ach was. Im Übrigen könnt ihr hier jetzt noch die Alexander-Karte von ihm erspielen. Und ja, was machen wir denn jetzt? Weißt du was, kommt einfach bei uns zu uns an Bord und dann bringen wir euch nach Esther zurück. Zu eurem Präsidenten oder Vorgesetzten. Oh lol. Diese Musik ist verstummt. Oh. Das kenne ich so gar nicht. Ho! Das macht schon eine ziemlich mysteriöse Stimmung. Ohne Musik auf der Weltkarte, ganz ehrlich. Nicht mehr so heiter, sondern richtig. Hier könnte jetzt gleich irgendwas. Hier könnte gleich irgendwie die Welt untergehen oder so. Aber sowas denken wir erstmal nicht, ne? Unsere liebe Welt soll heil bleiben. Seht ihr? Die Musik bestätigt es. Ja. Okay. Ich habe ja gesagt, dass ich im letzten Part, dass ich noch ein paar. Ach, wisst ihr was? Ich wollte ein paar Karten noch sammeln, um die Sammlung zu komplizieren, aber wir können das auch später noch machen. Erstmal gehen wir dann wirklich jetzt mal zum Präsidenten von Esther. Deren Gouverneur,
von Esther, ja, Gouverneur von Esther, Kyros ist. Etwa der Kyros? Unser Kyros? Hm. Im Übrigen sind wir im Hexenmausoleum auch hier jemand begegnet, der auch Ward ziemlich ähnelt, zumindest von seiner Haltung oder und auch von seiner Aussprache her, wenn man es mal so sagen will. Aber hm. Heißt das, dass Laguna der Präsident oder oder Laguna irgendwie hier in Esther noch irgendwo rumeiert oder so? Oder er vielleicht sogar der Präsident ist? Man mag vielleicht lieber nicht daran denken. Wir wissen alle so, was für ein Typ Laguna ist. Aber wir werden es herausfinden. Residenz betreten, bitte. Oh, warte mal. Du? Die Genehmigung wurde erteilt, bitteschön. Aber du gehst jetzt nicht mehr irgendwie zur Seite für das Okkult-Fan Nummer 4 oder so? Das wäre ganz, ganz schön. Ganz ehrlich. Der bessere Präsident wartet auf sie, ja? Ja, von Deck würden wir Okkult-Fan Nummer 4 bekommen, eigentlich, aber... Ach, Mano. Ich hab's damals echt verbockt. Irgendwie. Naja, egal. So, der Präsident wartet also auf uns. Dann wollen wir doch mal. Der Präsident wartet auf sie. Der Präsident wartet auf sie. Ich find's so krass, wie die Soldaten aus Esther so richtig gedrillt sind. What? Kyros? Und der Mann da hinten ist... Oh Mann. Doch, es ist tatsächlich so. Doch, es ist so. Wo bin ich bloß gelandet? Hm. Oh, da, okay, danke. Hey! Endlich treffe ich euch Elfen. Du warst in mir, oder? Das habe ich mir von Elion sagen lassen. Ab und zu spürten wir, dass jemand in uns ist. Und wir konnten dann unglaublich gut kämpfen. Und wir sagten uns, dass die Elfen gekommen sind. Wie dem auch sei, ich bin der Esther-Präsident Laguna Loa. Hm, wir werden gut auskommen, oder? Naja, wegen der Notlage können wir nicht so lange plaudern. Obwohl, ein bisschen schon. Was wollt ihr wissen? Wenn ihr Präsident Laguna reden lasst, werdet ihr nie zu Wort kommen. Stellt ihm lieber Fragen, dann wird Präsident Laguna antworten. Ha! Leute, das war der packendste Augenblick für mich. Wo wir endlich mal den drei Typen, Laguna, Kyros und Ward, einfach mal wirklich... Wo die Seeds dem einfach mal wirklich gegenüberstehen und nicht immer nur Träumereien sind und so. Das war so packend und fesselnd. Ehrlich, das war gigantisch damals für mich. Scheint ja ein lustiger Typ zu sein. Ja, wir können ihm doch trauen, oder? Ei, hallo, sicher doch. Im Übrigen will ich mal kurz mal gleich was anstoßen. Obwohl, Moment mal. Erstmal rede ich mit Kyros. Wenn ihr schon mal hier seid, hört euch doch unseren Plan an. Er sagt, fühlt euch wie zu Hause. Okay. Danke, Ward. So, Laguna. Ich rede jetzt mal mit dir. Du siehst ja wirklich schlimm aus. Na und? So. Wenn wir jetzt direkt zur Sache kommen wollen, sollten wir antworten, was ist mit Artemisia? Aber erstmal will ich noch ein paar Infos aus dir rauszerren, Laguna, ja? Wo ist Elion? Elion hat ein schweres Los, meint ihr nicht? Als sie 2 Jahre alt war, gab es eine Mädchenjagd in Esther. Die Soldaten kamen auch nach Winhill, ihre Eltern kamen damals um. Bei der Mädchenjagd sollte die Nachfolgerin von Adele gesucht werden. Danach wurde sie von Rain aufgelesen. Einige Jahre später gab es wieder eine Mädchenjagd. Sie wurde vor meinen Augen entführt. Das bereue ich bis heute noch. Und nachdem ich sie gerettet habe, ist Rain gestorben.
So kam sie ins Waisenhaus. Warum warst du nicht bei ihr? Das wollte ich. Aber es ging einfach nicht. Ich habe später erfahren, warum sie fort musste. Odin wurde auf sie aufmerksam, so dass man sie auf der ganzen Welt suchte. Das Waisenhaus gehörte Sid Kramer und seiner Frau Edea. Die beiden kennst du wahrscheinlich besser als ich. Die Kramers haben Elion in Sicherheit gebracht. Dazu benutzen wir ein großes weißes Schiff. Irgendwann wurde das Schiff zum Waisenhaus. El kümmerte sich um die anderen Kinder. Sie meinte, dass sie dort glücklich war. Aber ein normales Leben ist das wohl nicht, oder? Mehr als 10 Jahre auf einem Schiff? Erst kürzlich wurde das Schiff von den Galbadianern angegriffen. Wir konnten sie gerade noch retten. Das war reiner Zufall. Was wäre, wenn wir es nicht gefunden hätten? Ich war gerade im Weltall. Und Elion kam zu mir, meine kleine Elle. Sie hat mir alles erzählt. Sie kam doch halt aus dem Weltall zurück? Wir konnten die Fluchtkapsel nicht rechtzeitig bergen. Elion wurde von den Galbadianern entführt. Sie ist in der Lunatic Pandora. Helft uns, sie zu retten. Puh. Okay, Elion wurde entführt und ist in der Lunatic Pandora. Okay. Moment. Kleiner Schluck Wasser. Und ja, Laguna war also auch im Weltall, gleichzeitig wo wir auch im Weltall waren. Da habe ich ja mal so eine kleine Sache angestoßen auf diesen Präsidenten, der angeblich an Bord war und den seine Haltung auch sehr, sehr erkennungswürdig war, ja. Gut. Du, erzähl mir über Rain. Ich werde dir alles irgendwann... Nein, nein, das behalte ich doch lieber für mich. Was? Na komm. Du liebst sie doch, oder nicht? Und vor dir steht jemand ganz, ganz Besonderes, ja? Aber womöglich weiß Squall es selbst schon. Im Übrigen wollte ich mal kurz darauf anstoßen. Es gibt so eine Theorie, die besagt, dass Laguna der Vater von Rinoa ist. Also, ich habe mich damit nicht so befasst, aber das würde für mich irgendwie... Weiß nicht, ich wüsste nicht, wieso das so sein sollte. Nö, es gab ja auch keine... Gibt ja auch keine Hinweise darauf, dass es so ist. Vielmehr gibt es Hinweise darauf, dass Laguna der Vater von Squall ist. Und das passt eigentlich viel besser zusammen. Auch von der Ähnlichkeit so ein bisschen. Nicht von Typ her, sondern vom Gesicht zum Beispiel. Oder ja, vom Körperbau oder was, egal. Finde es okay. Es darf ja jeder glauben, was er will. Für mich passt es jetzt nicht, aber egal. Was tust du überhaupt hier? Das wird eine lange Geschichte. Du weißt doch sicherlich, dass ich es bisher so gemacht habe, oder? Ich dachte, du wärst ein Vollidiot. Ich mochte diese Planlosigkeit nicht. Aber ich habe gesehen, wie gut ihr euch untereinander verstanden habt. Du hast dich aber verändert, nachdem du in Windhill warst. Elion wurde entführt und du hast dich auf den Weg gemacht. Um Elion zurückzuholen, hast du überall Geld verdient. Du wolltest unbedingt nach Esther. In Esther hast du schließlich Elion gerettet. Dabei habt ihr Elfen uns geholfen. Ich danke euch allen. Was ich nicht verstehe, ist, warum du hier der Präsident bist. Willst du es wissen? Das ist eine lange Geschichte. Lass mal hören. Willst du es wissen? Ja? Okay, dann erzähle ich es euch. Ich wollte eigentlich nur Elion wiederhaben, aber die ganze Sache war nicht so einfach. Esther wurde von der Hexe Adele und dem verrückten Odin beherrscht. Damals wollten sie Elion um jeden Preis behalten. Ich konnte nicht einfach Tschüss sagen. Adele werde wütend, oder? Die Forschung dann gestoppt, oder? Dieser Mann dachte nur an sich. Aber während er für Adele arbeitete, hatte er auch andere Sachen entwickelt. Das war ein Magieregulator, also eine Versiegelungsanlage. Damit können wir vielleicht Adele besiegen. Außerdem musste ich den Anti-Adels helfen, die mich zu Elion geführt hatten.
Wir sprachen mit den Anti-Adels. Am Ende blieben zwei Probleme. Das erste war die Beseitigung der großen Steinsäule, damit die Monster nicht mehr vom Mond hinunterfallen konnten. Sonst hätte sich die Zentra-Tragödie wiederholt. Das zweite war die Befreiung Esther von Adele. Wir hatten sie tagelang geplant. Als Grundlage diente mein genialer Vorschlag. Wir gingen wieder zurück zur Lunatic Pandora Forschungsanlage. Wir wollten nur eines. Um die große Steinsäule zu bewegen, wurde nun die Tafel vom Pult aus gesteuert. Wir haben sie ins Meer geschickt. Danach, tschüss. Wow! Das war einfach, aber Adele hat alles mitbekommen. Wir haben uns auf einen Kampf vorbereitet, um sie herauszulocken. Adele kam wie erwartet. Was ist passiert? Die Täter sind hier hineingeflüchtet. Wohin? Sie sind da drin. Eleon wurde als Geisel genommen. Ich wusste, dass sie hineingeht, sobald sie den Namen Eleon hört. Glaubst du, ich fall darauf rein? Adele hat gemerkt, dass Eleon nur ein Hologramm war. Aber es war schon zu spät. Natürlich nicht. Aber mein Plan ist immer... Perfekt! Kiros Wort, jetzt! Haha, da staunst du, was? Die Hexe Adele hatte uns unterschätzt, deswegen konnten wir sie überrumpeln. Wir haben es geschafft, aber wir wollten Esther nicht mit der Hexe dekorieren. Darin waren wir uns alle einig. Biomüll muss getrennt werden, Umweltverschmutzung ist strafbar. Genau, wir wollten sie ganz weit weg haben. Ganz, ganz weit weg. In den Weltraum. So ungefähr war's. Naja, danach fing das Theater an. Es wurde ohne Ende diskutiert, was aus diesem Staat werden soll. Auf einmal war ich dann der Held und Revolutionär und zack war ich der Präsident. Odin wollte trotz allem Eleon untersuchen und auseinandernehmen. Daher habe ich Eleon alleine aus Winn Hill zurückgeschickt. Rain ist gestorben und Elle wurde ins Kinderheim gebracht. Wenn ich damals zumindest mitgegangen wäre, hätte ich Rain noch sehen können. Rainis war tot, Eleon verschollen und ich hatte einen Job als Präsidenten. Ich habe gearbeitet, über dies und jenes nachgedacht und im Nu war die Zeit vergangen. Immerhin weiß ich, was ich getan habe. Ob gut oder schlecht, ich bin dafür verantwortlich. Okay. Dann wollen wir jetzt mal zum Thema kommen. Das ist eine packende Geschichte, ja? Sehr lang, tatsächlich. Was ist mit Artemisia? Gleich zum Hauptthema, die Seeds sind ja wirklich fleißig. Ihr habt mich gerufen? Ja, fass mal das wesentlich kurz und bündig zusammen. Odin werde nach seinem Belieben sprechen. Die Hexe Edea habe mir viel erzählt. Artemisia sei aus der Zukunft und zugleich in der Gegenwart.
Ihr Körper bleibe in der Zukunft. Ihr Geist aber in unserer Zeit. Dieses kommt uns bekannt vor, oder? Wie bei Elyon. Sie kann uns in die Vergangenheit schicken. Ihr strotzet vor Intelligenz. Vermutet habe ich, dass in der Zukunft eine zweite Elyon sei. Sie habe Artemisia in diese Zeit gelockt, dachte Odain. Aber dies sei nicht der Fall. Die Hexe benutze eine andere Methode. Ihr wollt es hören, oder? Erzähl. Ehrlich gesagt ist das eine Sache, die ich irgendwie prinzipiell nie so ganz verstanden habe, aber ich werde jetzt mal versuchen, aufmerksam das durchzulesen und mal das zu verstehen. Moment. Hahaha. Ihr möget erstaunt sein. Odain habe es ermöglicht. Odain habe das Geheimnis von Elyon gelüftet. Ihre Gehirnwellen ließen sich emulieren. Dann habe Odain ein Gerät entwickelt. Es ist ein Spielzeug, aber zu Zeiten Artemisias werde es praxistauglich sein. In anderen Worten, das Gerät komme aus der Zukunft, oder? Odain habe den Prototyp eines Geräts entwickelt. Man werde dieses Gerät Kopplungsmaschine Elyon nennen. Odains Erfindung führe auch in die Zukunft. Grandios, oder? Kopplungsmaschine Elyon? So ist es. Daher wusste Artemisia über die Existenz von Elyon Bescheid. Deswegen wird sie gejagt. Es bringt nichts. Odain kann nichts dafür. Ihr möget Odain schlagen? Ihr möget ein Duell, oder? Odain möge weitererzählen. So. Also, warte mal. Also, Artemisia benutzt diese Kopplungsmaschine Elyon, oder wie? Quasi dann auch in andere Hexen einzudringen. Also Edea. Oder also in dem Fall war es Edea und jetzt auch Irenor. Und jetzt lesen wir mal weiter. Falls ich das richtig verstanden habe. Also irgendwie check ich es noch nicht so ganz, aber gucken wir mal weiter. Artemisia sei erst dann besiegt, wenn ihr Körper in der Zukunft beseitigt werde. Dazu müsse man in die Zukunft reisen, oder? Es gäbe keine Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen, oder? Diesmal sei es aber anders. Die Zeitkomprimierung sei das Ziel Artemisias. Der Grund, warum sie die Komprimierung geschehen lasse, läge ganz woanders. Aber die Gründe seien jetzt nicht wichtig, oder? Man möge jetzt eine Spekulation anstellen. Artemisia müsse in die Hexe der Gegenwart eindringen, um unsere Zeit zu erreichen. Artemisia suche Elyon, und zwar in der Vergangenheit. Andererseits wäre die Gegenwart bereits komprimiert, oder? Also, das heißt im Grunde, Artemisias Geist muss in die Vergangenheit, damit jetzt in der Gegenwart eine Zeitkomprimierung startet? Oder wie? Oh je. Yeah. Ihr möget dies ausnutzen. In der Gegenwart seien zwei Hexen, Hexe Rinoa und Adele. Die Hexe Adele sei noch nicht auferstanden. Wenn doch, wären Odain und Laguna nicht mehr am Leben. Es werde vermutet, dass Adele in der Ludate Pandora sei. Artemisia möge dann sofort in Adele eindringen, oder? Dies sei furchterregend. Mächtig ist Adele, oder? Adele werde die Welt zerstören, wenn sie die Macht von Artemisia bekäme, oder? Ihr möget daher Adele in Rinoa eindringen lassen. Ihr möget jetzt über Odains Plan hören, oder? Ihr möget in die Ludate Pandora hineingehen. Da sei vermutlich Elyon. Ihr möget sie retten. Dann möget ihr Adele von der Auferstehung beseitigen. Dann bleibe nur noch die Hexe Rinoa in der Gegenwart. So könne Artemisia nur in Rinoa eindringen. Wenn es soweit ist, komme Elyon zum Einsatz, oder? Rinoa und Artemisia schicke sie in die Vergangenheit. Die beiden Hexen seien Elyon bekannt. Ob Edea oder Adele, das sei Elyon überlassen. Artemisia möge dann die Zeitkomprimierung starten, die Gegenwart möge schwinden. Niemand wisse die Wirkung, sobald die sie beginnt, werde Elyon die beiden Hexen von der Vergangenheit abtrennen. Rinoa möge dann auf diese Welt zurückkehren und Artemisia geht in ihre Zeit zurück, oder? Es bleibe eine komprimierte Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seien zusammengemischt, oder? Ihr möget in der Zeit in die Zukunft gehen, oder?
Die Zeit Artemisias werde dann erreicht, oder? Alles hängt von euch ab. So, das klang mega kompliziert, aber ich hoffe mal, ich hab's richtig verstanden. Also. Artemisia will in Adel eindringen, weil halt nur zwei Hexen da sind, durch die Kopplungsmaschine Elion, die in der Zug in ihrer Zeit ist oder so, und und wenn jetzt nur noch eine da ist, wenn Adel besiegt werden würde, wäre nur noch Rinoa, und dann käme Elion, weil Rinoa dann durch Artemisia beherrscht wird, dann käme Elion und würde Rinoa und Artemisia in die Vergangenheit schicken, und dann würde sie aber Rinoa zurückholen. Dann ist Artemisia in der Vergangenheit und dann würde quasi, weil Artemisia in der Zukunft ist, aber ihr Geist in der Vergangenheit, würde dann irgendwie die Zeitkomprimierung starten oder so. Also, das ist ein komplexes Thema, das weiß nicht. Ihr korrigiert mich gern, das ist, naja, das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ihr kennt jetzt den Plan, um ehrlich zu sein, peile ich es auch nicht so ganz. Übernehmt ihr den Auftrag? Okay. Also, das klang jetzt sehr demotiviert. Wir machen das. Okay, das wird nämlich unsere letzte Mission. Glaubt mir. Jetzt geht's rund, ab in den Ragnarok. Wir reden nochmal drin. Ich wollte schon immer damit rumfliegen. Das war mein Traum. So. Leute. Wir werden jetzt die Mission durchziehen. Jetzt nochmal zum Plan. Zunächst stürmen wir in die Lunatic Pandora und retten Elion. Dann besiegen wir Adel. Die Hexe wird zwar noch schlafen, aber das ist jetzt egal. Eins ist zu beachten. Adel wird ihre Macht übertragen. Rinoa, wirst du sie übernehmen? Geht in Ordnung. Okay. Wir warten, bis Artemisia in Rinoa eindringt. Das ist bestimmt kein leichter Job. Schaffst du das? Ja. Braves Kind. Anschließend schickt Elion die beiden in die Vergangenheit. Die Zeitkompresse beginnt. Elion wird Rinoa zurückholen. Ihr werdet in der komprimierten Zeit in die Zukunft gehen. Artemisia lebt in der Zukunft. Wir existieren drüben gar nicht. Wie können wir das am besten schaffen? Ihr müsst an euch selbst glauben. Ihr müsst an eure Freunde glauben. Wenn ihr an die Existenz der anderen glaubt, werden die anderen an eure Existenz glauben. Freundschaften schließen, sich lieben, geliebt werden. Kann man das alles alleine? Nein, dazu gehören immer zwei. Was meint ihr? Wo seid ihr am liebsten? Wo wart ihr immer zusammen? Ihr müsst euch diesen Ort zusammen vorstellen. Stellt euch einen Ort vor, den ihr zusammen ansteuert. Dann wird alles klappen. Ihr werdet diesen Ort erreichen. Egal in welcher Zeitepoche für diese Mission, braucht ihr Liebe, Mut und Freundschaft. Das ist unsere Mission. Liebe, Mut und Freundschaft. Viel Erfolg, Leute! Liebe, Freundschaft, das klingt kitschig, aber wir sind motiviert. Werdet ihr das schaffen? Wir werden es schaffen. Oh! 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 Ja, ihr kennt noch den Beinkrampf. Okay. Du... Magnesium könnte helfen, Laguna. Und in den Äpfeln ist ganz viel Magnesium, glaub mir, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Oder das hat man mir zumindest immer erzählt, ja. Egal, Leute, es wird höchste Zeit, hier nochmal ein kleines Päuschen einzulegen. Und wenn wir jetzt die Lunatic Pandora ansteuern, ist alles, könnte man sagen, aus. Nee, es ist nicht aus, aber dann könnt ihr fast nirgendwo mehr hin. Also, seid gewarnt, es gibt nach der Lunatic Pandora kein Zurück mehr. Okay? Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir irgendwas machen. Ich muss noch überlegen, was. Vielleicht kommt dann noch das nächste Mal die Lunatic Pandora. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ich werde jetzt hier Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, euer Team Astrolf und ciao. Und in eurer Abwesenheit werde ich jetzt einfach mal die restlichen Karten besorgen. Diese Qualkarte und alles andere und was auch immer. Das sind eigentlich speziell einfach nur normale Monsterkarten. Tschüss!